Hallo Leute, vor ein paar Tagen ist bei mir ein Karton angekommen von der Spindel, die ich mir bestellt habe von Mechatron. Ich habe den Karton vorher schon mal aufgemacht, einfach um zu gucken, ob da auch alles drin ist. Sieht gut aus, ist alles drin. Ich mache jetzt einfach mal ein klassisches Unboxing, dann können wir mal gucken, was da alles so für Komponenten drin sind. Fangen wir an mit den R11 Spannzangen Set. Sind schöne Spannzangen, auch noch schön eingepackt. Zwei Stück habe ich schon ausgepackt. Einfach um zu gucken, ob auch meine Fräser passen. Und die passen einwandfrei. Schön, eine schöne Box dabei. Sehr schön alles. Dann haben wir den Netzfilter, der einfach dafür sorgt, dass alles ziemlich störfrei ist im Elektronikgehäuse. Ich werde das mit meiner Steuerung zusammen verbauen in einem Gehäuse. Ich werde da kein separates Gehäuse machen. Wir hoffen, dass das alles funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Dann haben wir hier noch unseren Spindelhalter. Da wird die Spindel mit Fett gehalten. Schön massiver Aluklotz. Schöne Qualität. Der ist auch noch mit ein bisschen Fressungsmaterial gekommen. Ein paar Inbusschrauben. Und Nutmutter. Dann haben wir ein vorkonfektioniertes Kabel. Ist eigentlich komplett anschlussfertig. Die Seite kommt an den Frequenzumrichter. Die hier an die Spindel. Super Qualität. Das ist ein Lappkabel, Ölflex. Sollte reichen. Dann haben wir als nächstes den Frequenzumrichter. Der ist recht klein, weil ich nämlich auch nur die 0,75 Kilowatt Version genommen habe von der Spindel. Hier ist die Anleitung. Der Frequenzumrichter ist ein Yaskawa. Wie ihr seht, der ist auch wirklich recht kompakt gehalten. Ja, bin ich mal gespannt. Ich muss mich da mal durch die Anleitung durchwühlen, um dann mal die ganzen Parameter einzustellen. Und dann kommt jetzt zum Schluss das Schönste an der ganzen Sache. Moment, ich habe noch was vergessen. Der Bremswiderstand, der noch verbaut wird, damit die Spindel auch ziemlich schnell aufhört zu drehen, wenn man sie ausschaltet. Den habe ich ganz vergessen. Aber jetzt kommen wir zum schönen Teil. Ich meine, das ist alles schön, aber hier geht es halt drum. Das ist die schöne Spindel. Wiegt knapp 2 Kilogramm, also die ist recht massiv. Ist eine schöne Verarbeitung, schöner Stecker oben drauf. Hier ist die Spannmutter, die Überhofmutter. Die ist gewuchtet. Da muss ich mir noch ein paar dazu bestellen, weil ich nämlich nicht immer die Spannzangen aus der Mutter rausholen will, sondern gleich die Spannzangen in der Mutter drin haben und dann einfach nur noch wechseln muss. Ja, sehr schönes Ding. Schön verarbeitet. Ich kann es kaum erwarten, in meiner Fräse das alles einzubauen, damit zu arbeiten. Bin ich echt gespannt. Danke fürs Zuschauen.